wie war es für dich heute hierher zu kommen, wieder in Hamburg? Ja, gute Erfahrungen waren da nicht unbedingt früher. Also, wenn ich die Zeitung lese, Hamburger Morgenpost, die mich als wirren Blogger bezeichnet, da muss ich nur sagen, kann ich nur den Kopf schütteln. Ja? Wir sagen die Fakten zum Islam. Da kann man nur sagen, die Redakteure von der Hamburger Morgenpost sind wirr, weil sie keine Ahnung haben von den Tatsachen. Und jetzt heute Morgen stand wieder in der Morgenpost, hier wäre ein Aufmarsch von Neonazis. Sieht hier irgendjemand Neonazis? Sind alles konservative, rechtstreue Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, kein einziger Neonazi. Aber die Medien, die machen hier eine unglaubliche Propaganda, Hetzpropaganda. Und da werden die jungen Leute dann aufgehetzt, ja, und die sehen uns dann wirklich als Dämonen sozusagen. Das werden wir auch nachher erleben, wenn wir nach der Demo durch den Bahnhof durchgeleitet werden zu unserem Sonderzug, mit dem wir weggefahren werden müssen. Ja, muss man sich vorstellen, ja, wir können nicht einfach weggehen, weil da draußen völlig gewaltbereit evakuiert. Man muss evakuieren. Wir müssen evakuiert werden. Und dann laufen wir durch ein Spalier, da werden wir dann diese Typen sehen, wie sie also wirklich mit aufgerissenen Mündern und Augen schreien und sich in einen Bahn hineinsteigern. Ja, die haben Feindbilder im Kopf. Da muss man wirklich sagen, da haben die Medien eine große Mitschuld. Die Welt und die Hamburger Morgenpost haben explizit hier vor dieser Demo richtig aufgehetzt. Wir waren eben vorhin auf der Brücke, haben dann sämtliche Parteien gesehen, Linke, Grüne, SPD, mit DKP an der Seite. Wie findest du das, dass man da so offen mit den Linksextremisten die ganzen Parteien sich solidarisieren? Ist das in Ordnung? Ist das ihr Recht oder geht das schon zu weit? Das müsste mal richtig thematisiert werden. Wir waren ja auch in Rostock gewesen vor ein paar Wochen. Da waren auch SPD mit Kommunisten, mit Hammer und Sichel zusammen. Ja? Das war auch eben Hammer und Sichel. Hammer und Sichel, also die solidarisieren sich miteinander. Also man sieht, Linksextremisten, Kommunisten, ja, das sind Verfassungsfeinde. Und die zusammen mit der SPD, ja, das müsste mal schön thematisiert werden. Hier sind alles rechtstreue, konservative Bürger. Da hinten sind die Extremisten und Verfassungsfeinde. Ja, ja, ganz wichtig. Ja. Und das heißt, das Schlimmste ist immer der Abgang dann quasi. Du hattest ja vorhin erzählt mit dieser einen Demo in Aarhus in Dänemark. Davon, das war ja irre. Was war das für eine 2011, Demo? Das war der erste europäische Counter-Gear. Da waren wir mit der EDL, English Defense League, Tommy Robinson war mit dabei. Und da waren 3000 Linksextremisten und muslimische Fanatiker, die hinten stehen hatten auf ihren Jacken Soldiers of Allah. Die standen da gegen uns, wir waren 300 auf einem Platz, da waren ringförmig hinter Straßen auf diesen Platz gegangen. Von überall her sind die Linksextremisten, haben versucht den Platz zu stürmen, die hatten Headsets, haben Kommandos gegeben. Das war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte von Aarhus. Zwei Hubschrauber sind über uns geflogen, das war irre, wirklich. Irgendwann sind dann auch Rauchbomben geflogen, dann hat die IDL die Scheiben hinter uns von dem Gebäude eingeschlagen, dass wir uns in das Gebäude zurückziehen konnten, um uns da zu verbarrikadieren. Das war wirklich wie Bürgerkrieg. Irre. Ja, also muss man schon dankbar sein, dass die Polizei hier so gut vorgesichert ist. Also siehst du auch, dass die Polizei da schon erkennt, auch auf welcher Seite die rechtstreuen Bürger stehen und wer nicht. Wegen uns wird ein Polizist ausreichen, der dokumentiert, dass die Versammlung ordnungsgemäß anfängt und endet und Schluss. Ja, die ganzen hunderten Polizisten, die da sind, sind nur wegen den Linksextremisten. Ja, wegen diesen gewaltbereiten Verfassungsfeinden, die versuchen, Menschen mit einer anderen Meinung mundtot zu machen. Die nicht davor zurückschrecken würden, uns zusammenzuschlagen. Wenn die Polizei nicht da wäre, wären die schon längst über uns hergefallen, würden uns zusammenschlagen. Die haben da überhaupt kein Problem mit. Das ist für die ganz normal. Ja, in Rostock gesehen, da wurde es ja mal ein bisschen verfolgt. Da bist du ja mal auf die Gegendemo, da dachtest du ja, waren ja christliche Organisationen, die dort waren mit dabei, ja. Da wird nichts passieren. Dann war doch sowas. Du bist ja viel unterwegs. Hast du da dann eine eigene Security oder wie schützt du dich, wenn du dann immer, du bist ja sehr bekannt. Also ich habe mir ehrlich gedacht, da ist jetzt evangelische Kirche, die machen da eine schöne Demo, interreligiöse Solidarität, ja? Und da war auch Verdi mit dabei und alle möglichen, aber ja, das kann man doch einfach mal so filmen. Ja? Aber die waren halt zusammen mit diesen Linksextremisten, mit Antifa, mit Hammer und Sichel und die sind dann auf mich losgestürmt. Ich war nur mit dem Kameramann da und dann bums, plötzlich alle um uns rum, da ist die Polizei schnell eingeschritten und die haben mir dann gesagt, Herr Stürzenberger, das nächste Mal sagen Sie uns vorher, wir machen dann einen Sicherheitskreis um Sie, da können Sie ungestört filmen, dann gibt es keine Probleme. Sie haben sich sehr gut verhalten, muss ich sagen, Polizei Rostock.
Okay. Super, super, ja. Hoffen wir, dass das heute auch alles friedlich bleibt. Ja, von uns sowieso, von uns sowieso. Also ich meine, wir sind ja hier in einem Sicherheitstakt, also wir können ja nur hoffen, dass ja auch noch viele Leute kommen. Wir haben jetzt schon ein schönes... schöne Ansammlung von Patrioten beisammen, aber viele lassen sich natürlich abschrecken, wenn dann durch die Medien so gehetzt wird und wenn es dann heißt, oh, hier die bösen Neonazis. Ja, wir wären viel mehr, wenn diese Hetze nicht wäre. Wenn man uns als das bezeichnen würde, was wir sind, rechtstreue, konservative Patrioten, die berechtigte Probleme ansprechen. Das Problem ist heute, dass die Deutschen viel zu viel Angst haben. Ja, die Menschen haben Angst, das ist es. Ja. Würdest du denn lieber wollen, hier sind wir ja sehr geschützt, wir sind hier sehr abgelegen, dass da erreicht man natürlich auch nicht die Leute als Passanten. Richtig. Das ist ja auch deren Ziel. Man wollen ja, dass man sich dann immer mehr zurückzieht. Würdest du das Risiko aufnehmen, auch wieder auf einem öffentlichen Platz, so wie in Hamburg zu sein und dann ist die Gefahr? Also das, ja. Wir sind hier so ein bisschen in so einer abgeschotteten Blase. Wir müssten auf die Marktplätze und Spaziergänge durch die Stadt machen. Und ich habe auch von den Organisatoren gehört, dass es als nächstes geplant ist, bei der nächsten Kundgebung einen Spaziergang zu machen. Wir müssen raus, wir müssen unter die Leute, wir müssen zeigen, wer wir sind, dass wir berechtigte Probleme ansprechen, dass wir wirklich auch Massen hinter uns dann irgendwann mal versammeln. Und das wird kommen. Ich kann noch mich gut daran erinnern, 2015 sind wir mal durch Frankfurt mit einem Spaziergang gelaufen. Das ist ja auch so eine Hochburg der Linksextremisten. Ja? Das war richtig gefährlich. Die haben versucht, uns mit Steinen zu beschmeißen. Aber wir standen. Wir haben da die Stellung verteidigt und das müsste in jeder deutschen Stadt sein. Die Patrioten müssen durch jede Stadt laufen und zeigen, ja, was für Probleme hier mitten unter uns sind. Und die sind existenziell gefährlich, die Probleme. Das haben die meisten noch nicht auf dem Schirm. Ja. Wir müssen vor einer totalitären, faschistischen Gefahr warnen. Der politische Islam ist genauso gefährlich wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus. Wir müssen es rausrufen, dass es jeder hört. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei bist und ich liebe auch immer deine Kundgebung, die du da so machst und die ganzen Leute informierst, trotz des Gegenprotests immer, also ganz klasse. Prima, Henrik, vielen Dank, dass du da bist. Ja. Du machst eine super Arbeit, ja, ich verfolge auch das, was du machst. Du bist auch überall da, wo es brennt. In Chemnitz haben wir uns ja gesehen, bei dem gemeinsamen Trauerzug von AfD und Pegida. Du warst in Freiburg, wo auch die Linksextremisten einen riesigen Angriffe auch veranstaltet haben auf Patrioten. Und wir brauchen noch viel mehr Leute, die sich so engagieren, dass es wirklich einen Ruck durch unsere Gesellschaft geht. Ganz wichtig. Ja. Die Leute müssen einfach auf die Straße kommen. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, und es ist so schwerwiegend, die ganze Propaganda, die von Medien gemacht wird, die durch alle gesellschaftlichen Schichten geht, wo ja auch die jungen Menschen total gehirngewaschen und verblödet werden. Wir müssen aufklären, aufklären, aufklären. Ja, bis es der Letzte begriffen hat, ja, was hier für riesige Probleme in unserem Land sind. Ja. Okay, ich danke dir. Gerne. Ja, danke dir auch. Prima.